Er ist bekannt als einer der Big Three. Neben Naruto und One Piece war Bleach ein Manga-Hit par excellence. Es geht um den jungen Kurosaki Ichigo, der seit seiner Geburt Geister sehen kann. Eines Tages trifft er auf Rukia Kuchiki, welche sich als Shimigami, also Todesgöttin, outet. Während eines Kampfes mit einem bösen Geist, einem sogenannten Hollow, wird Rukia schwer verletzt und muss ihre gesamte Kraft zu Ichigo übertragen. Diese muss nun die Aufgaben eines Shinigamis übernehmen und gelangt so nach Sairaitai, dem Ort, wo Shinigamis leben. Natürlich erlebt er dort einige Abenteuer, lernt Freunde kennen und besteht zahlreiche Kämpfe. Die Story klingt erstmal sogar recht unterhaltsam und scheint es am Anfang auch zu sein. Viele interessante Charaktere werden uns vorgestellt, Plot-Twists werden geboren und die Story scheint seinen Weg zu gehen. Leider verliert sich das im späteren Verlauf der Geschichte. Ein Problem mit vielen Charakteren ist, dass es schwierig ist, allen genug Storyanteil zu geben, um diese Charaktere spannend zu halten. Und als logische Konsequenz, wenn Charaktere in der Spannung fallen, fällt auch die Spannung der Story. Ich meine, was ist mit Charakteren wie Chad, Grimjaw, Jin, Yamamoto, Ulquiorra? Alles klasse Charaktere, erstmals gut aufgebaut, aber nie zufriedenstellend zu Ende gebracht. Man hätte durchaus viel aus diesen Charakteren machen können, dafür an anderer Stelle vielleicht den ein oder anderen Charakter weglassen sollen. Auch die Kämpfe wurden mit der Zeit weniger spannend, denn es kam das Shonen-typische Protagonist-Power-Up in letzter Sekunde immer mehr zum Vorschein. Das Ganze ist sehr schade, denn designtechnisch ist Bleach ein Meisterwerk. Man merkt bis zum letzten Panel, dass sich Tite Kobo stetig verbessert. Leider reicht aber gutes Design für einen perfekten Manga nicht aus. Kein Wunder, dass der Anime vor dem eigentlichen Ende abgesetzt wurde. Wenn ihr einen Manga der Spitzenklasse lesen wollt, lest Bleach bis zum Ende des Hueco Mundo Arcs, denn das hätte eigentlich das Ende sein sollen. Dann würde dieses Review deutlich besser ausfallen. Habt ihr Bleach gelesen? Wenn ja, dann schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Review gefallen hat, dann würde ich mich sehr über den Daumen nach oben und den Klick auf den Abo-Button freuen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.